So, hallo. Heute ein Video von der Fahrzeugpflege Blickfang. Bin heute beim André. Und zwar, der André hat mich angeschrieben, dass wir da einen speziellen Fall haben. Und wie man sieht, ist es tatsächlich ein spezieller Fall. Und wir wollen jetzt mal schauen, vor allem der André will mir zeigen, was wir da alles für tolle Produkte nehmen können, um diesen Innenraum wieder hinzubekommen. Also viel Spaß beim Zuschauen. Wie Kevin schon erwähnt hat, ist heute zu Besuch bei mir und ich habe mir überlegt, wie können wir euch denn zeigen, wie man Innenraum am besten reinigt. In so einem Baustellerfahrzeug gibt es ja natürlich jede Menge hartnäckige Schmutz, was jetzt vielleicht bei euch nicht unbedingt der Fall ist, aber es soll jetzt auch noch mal regnen, die dreckigen Tage gehen wieder los. Herbstwetter, Frühling und so weiter. Jetzt zeigen wir euch einfach mal, wie ihr hartnäckige Verschmutzungen wegkriegt und wie man auch, ich sag mal, leichtere Verschmutzungen löst. Wir zeigen euch jetzt ein bisschen was. Anfangen wollen wir jetzt tatsächlich mit dem richtig üblen Fall. Hier die Türverkleidung, Baustellerfahrzeug, schon einige Jahre alt. Was ich dazu immer benutze, ist von der Firma Innovatec. Orangenölreiniger. Das kann man bei denen wirklich zu einem günstigen Kurs erwerben. Und der Vorteil von dem Produkt ist halt, es kann man von 1 zu 1 bis 1 zu 250 verdünnen. Also man kann das tatsächlich für eigentlich alles nehmen. Dabei ist immer ein bisschen darauf achten, dass man sich erstmal vielleicht, wenn man noch nicht sich damit so wirklich auskennt, ziemlich stark verdünnt und sich dann halt vielleicht ein bisschen hocharbeitet, je nachdem auch wie grob der Schmutz ist. In meinem Fall jetzt 1 zu 20, weil ja, Türverkleidung, Baustellerfahrzeug ist so einfach nötig. Dazu benutze ich erstmal, um das Ganze einzusprühen, dass der Reiniger wirkt und man etwas aufschäumen kann. So Innenraumpinsel, die gibt es von verschiedenen Herstellern, die werden meistens auch nur umgelabelt. Von daher müssen wir da jetzt auch nicht unbedingt den teuersten nehmen, wo jetzt CarPro oder sonstige Namen draufstehen. In meinem Fall jetzt von Liquid Elements. Wird jetzt die Beifahrertür eingesprüht, dann wird der Reiniger, ich sag mal, mit dem Pinsel aktiviert, etwas aufgeschäumt. Und im Anschluss gehen wir mal einen Dampfreiniger rein. Da werde ich dann nachher noch was dazu sagen. Ein Dampfreiniger ist auch was, haben viele sogar schon daheim, vielleicht von der Frau. Bewirkt im Auto, kann man auch für so gut wie alles benutzen, auch für Ledersitze, wenn man dementsprechend vorsichtig ist. Aber da sagt man nachher noch was dazu. Jetzt gehen wir mal an die Tür und dann zeige ich euch mal, wie man es. Also, wie gerade eben schon besprochen, Orangenölreiniger von Innovatec. Sprühen wir jetzt erstmal die Tür ein, dann sprühen wir ein bisschen was in den Pinsel, weil viele lassen das weg und sprühen nichts in den Pinsel. Nicht so von Vorteil, wenn man trocken mit dem Pinsel irgendwo drüber reibt. Ja, ich sag mal, bei so Hartplastik ist es relativ egal. Aber gerade im Formentor oder sonst höherwertiger Fahrzeuge ist auch wichtig, noch einen weicheren Pinsel zu nehmen. Gibt es in verschiedene Härtegrade. Das ist jetzt eher ein relativ grober, gerade für Hartplastik geeignet. Beim Formentor vielleicht gerade zum Einstiegsbereich, so, wo wir tatsächlich auch gröbere Verschmutzungen haben, sind die echt super. Soll natürlich klar sein, über Displays, Tachoscheibe und so weiter sind die Pinsel natürlich nichts. Jetzt fangen wir einfach mal an. Und alles großflächig ein. Wie gesagt, in dem Fall, da sind weder die Einstiege gereinigt, noch sind irgendwie Scheibe gereinigt. Das sollte eigentlich klar sein, dass man das erst nach der Reinigung von der Armatur macht. Jetzt sprühen wir das großzügig ein. Klar, Orangenölreiniger riecht nach Orange. Sollte fast schon klar sein. Dann pinseln wir das alles ein, sodass man es leicht aufschäumt. Kommt überall gut hin. Und so weiter. Man soll jetzt nicht unbedingt in irgendwelche Taster, Schalter, volle Möhre reinhalten. Wenn es dann zu nass ist, ist natürlich auch nichts. Aber mit ein bisschen Gefühl kriegt man das auf jeden Fall. Das wollte ich nämlich gerade auch fragen, ob das denn ein Problem ist, wenn wir hier die Schalter einsprühen. Ich kenne das auch so, solche Schalter sind ja immer spritzwassergeschützt, gerade wenn die Scheibe mal unten ist und es regnet. Aber das Wasser sollte jetzt nicht unbedingt drin stehen sein. Genau, also da ist auch tatsächlich wichtig, in dem Fall jetzt, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, grobe oder leichte Verschmutzung. Entweder man trägt es danach mit dem Mikrofasertuch ab oder wie in dem Fall, man geht danach direkt mit dem Dampfgerät ran. Und dementsprechend beim Dampfgerät muss man immer dran denken, man bringt noch mehr Feuchtigkeit ans Material. Das soll man natürlich auch vorher mit dem Reiniger vielleicht etwas sparen. Weil ich sag mal, gerade beim Dampfgerät hat man natürlich auch andere Wirkungsgrad vom Reiniger. Man kann um einiges mehr rausholen.
aber muss halt dementsprechend auch vorsichtiger dosieren. So, pinseln wir mal alles ein. Empfiehlst du denn bei manchen Autos vorher eine Probe zu machen, ob das Material überhaupt geeinigt ist, so intensiv zu reinigen, oder kann man das prinzipiell immer so starten? Genau, deswegen habe ich ja vorhin gemeint, gerade bei so Produkten, der Orangeölreiniger, wo halt auch die Palette, wo man ihn verdünnen kann, so enorm ist, da kann man ruhig sich mal ein bisschen abfüllen, eine kleine Probe, 1:250 kann man anfangen, wenn man merkt, das ist nicht so wirklich die Leistung, die ich mir erhoffe. Dann kann man natürlich 1:150, 1:100 gehen. Und je nachdem, wo man dann sagt, okay, mein Material, das Mischungsverhältnis reicht mir jetzt aus, damit ich die gewünschte Reinigungsleistung habe, soll man dann halt an dem Punkt auch aufhören. Das sollte klar sein. Weil man muss ja auch nicht mit zu starken Mitteln rangehen. Ja, vor allem ist auch mal alles eine Geldfrage, gell? Umso mehr man nimmt, umso mehr kostet es dann auch gleich. Also die Produkte von Innovatec mache ich ziemlich viel, einfach aus dem Grund, die sind kostengünstig. Klar, wenn man es wie ich gewerblich betreibt, hat das natürlich nochmal einen anderen Aspekt, aber die haben aber tatsächlich enorme Leistung. Also mal, Innovatec produziert in Deutschland, das ist ein Familienbetrieb, die machen das auch nicht seit gestern und gerade mit den Produkten habe ich auch groß zu tun und die Erfolge zeige es halt immer wieder. Man braucht nicht den Innenraumreiniger für 15, 16 Euro. Lohnt sich in den meisten Fällen gar nicht. Es riecht vielleicht nach Kaugummi oder was weiß ich was. Hängt auch ein bisschen was vom persönlichen Geschmack ab. Aber auf jeden Fall geht es halt auch um die Leistung. Und die Leistung ist halt gerade bei den Produkten, wo man sich vielleicht selber ein bisschen anpassen kann, wo man sich selber mischen kann, wo man sich mal rantasten kann. Ein anderes, wie wenn man jetzt fertig gemischtes Produkt kauft, wo man sich überall drauf sprüht, wo vielleicht in der einen Stelle, wo man nicht so vorsichtig war, in dem Mischverhältnis, wo man es halt erworben hat, nicht so der Renner ist, guckt man halt dann manchmal in die Röhre. Deswegen sind Produkte, wo man sich langsam reintestet. Und deswegen ist ja auch die Gruppe da, ne, damit man zeigen kann, wie kann man sich am besten hintasten, damit dann das Ergebnis so ist wie gewünscht. Auf jeden Fall, jetzt haben wir es mal die ganze Tür eingesprüht. Wir haben den Reiniger gut verteilt. Jetzt lassen wir es noch kurz einwirken und dann zeige ich euch gleich, wie mit dem Dampfreiniger dann eben das Ganze nochmal verstärken könnt. Dampfreiniger, da sage ich dann gleich noch was. Also wie vorhin erwähnt, Dampfreiniger gibt es auch in verschiedenen Größen. Kärcher SC 1, 2, 3, 4, 5 und wie sie alle heißen. Reicht, ich sag mal, für den Privatgebrauch, reicht auch ein kleines Gerät. Da muss man es dann nicht übertreiben. Es gibt natürlich auch viel, viel größere, gerade für professionelle Aufbereitungen. Aber ich selbst muss sagen, der hat bis jetzt für alles gereicht, was ich hatte. Auch für so Baustellerfahrzeuge, da braucht man tatsächlich nicht mehr. Den kann man in verschiedene Stufen verstellen. Es gibt natürlich auch Aufsätze, kann man auch teilweise Polster mit reinigen. Funktioniert auch spitze. Und da zeige ich euch jetzt mal an der Tür, wie man das dann wieder mit dem Reiniger, also in Verbindung mit dem Reiniger, da wieder ordentlich Dreck aus dem Pore rausholen kann von dem Hartplastik. Und dann schauen wir uns das jetzt einfach mal an, was er leistet. Also wie gesagt, wieder an der Tür angekommen mit dem Dampfreiniger. Ja, der Druck nicht zu extrem. Ich würde zwar in Schalter und so weiter nicht volle Möhre reinhalten, ist dann tatsächlich zu viel des Guten. Aber jetzt gerade um den Reiniger, den wir aufgebracht haben, wieder zu lösen, gemeinsam mit dem Schmutz. Mikrofasertücher. In dem Fall jetzt keine für 8 Euro. Macht hier natürlich wenig Sinn bei dem Verschmutzungsgrad. Für euch zu Hause Mikrofasertücher, wie gesagt, so zwischen 300 und 400 GSM. Da muss man aber ein bisschen testen, mit welchem man selber klarkommt, welche Gleite gut, über welches Material. Da gibt es einfach große Unterschiede. Das können wir jetzt gar nicht im Einzelnen alles besprechen. Auf jeden Fall kurzflorige, gerade so für so Plastik-Kunststoffteile. Genau, Tachoscheibe und Displays ist nochmal ein extra Thema. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie man mit dem Dampfgerät in Verbindung mit dem Tuch eben arbeitet. So, wie bei allem bei der Autowäsche fangen wir oben nach unten an. Das muss auch klar sein. Also wie gesagt, mit dem Dampfreiniger drüber. Klein mit dem Tuch nachwischen, dass das Wasser, wo man aufgebracht hat, auch nicht irgendwo hinsickern kann, wo man es vielleicht nicht haben möchte. Dann kann man über das ganze Material mal drüber fahren.
So, ihr sitzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut wie ich hier, aber sieht man schon allein den Unterschied, was der nochmal an Schmutz rauslöst. Hier beispielsweise ist eine kleine Bürste, ein kleiner Bürsteaufsatz, gibt es natürlich auch verschiedene. Man kann auch ohne Aufsatz nur mit Dampf arbeiten, wenn man aus Ritze und Pore sonstiges entfernen möchte. Sehr gut für Schlitze, wo man vielleicht mit Tüchern nicht reinkommt. Kann man auch schön den Reiniger wieder entfernen. Bei dem Kercher ist so, der hat auch noch einen Einsatz drin, der enthärtet gleichzeitig das Wasser, das heißt, man hat auch keine Wasserflecke. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt. Also was ich sagen muss, ich sehe ja noch die Fahrertür dazu, also es ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, und das bis jetzt mit tatsächlich einfachsten Mitteln. Und natürlichen Mitteln, vor allem ohne Chemie bis jetzt. Genau, das ist gerade der große Vorteil bei dem Orangeölreiniger, der ist nicht so vollgepackt mit Tenside und weißer Geier, was alles sonst bei Reinigern drin ist. Also wirklich noch ein relativ natürliches Produkt und daher auch zum Anwenden. Auch wenn man damit arbeitet und länger das einatmet, auch um einiges angenehmer. So, dann beim Thema Boxer-Soundsystem. In der Regel macht es nichts aus. Wenn ihr euch da nicht unsicher seid, lasst es lieber aus. Nehmt einen feinen Pinsel mit ein bisschen Reiniger drauf und dann mit Mikrofasertuch. Später wird man auch noch den Tornado vorführen, was man damit machen kann. Aber so zur Reinigung, erstmal mit dem Dampfreiniger. Ihr seht, das ist wirklich easy. Man kann auch teilweise, wenn man das Wasser aus den Ritzen wieder rausholt, ist auch zum Trocknen um einiges schneller, als wenn man nur den Reiniger aufsprüht, einpinselt und mit dem Mikrofasertuch abwischt. Kommt man so auf jeden Fall schneller ans Ziel. Und das Ergebnis zeigen wir euch dann gleich in der Nahaufnahme. So, jetzt schauen wir uns doch schon mal das Ergebnis hier an. Also Hut ab, weil wie gesagt, ich bin ja mit live dabei. Das ist wieder eine Tür geworden. Also wie ihr jetzt schon gesehen habt, allein mit dem Orangeölreiniger und dem Dampfgerät, ohne wirklich große Mühe, man lässt tatsächlich den Reiniger und den Dampf für sich arbeiten. Und deshalb ist das A und O in der Fahrzeugpflege. Wenn man sich mit irgendeinem Produkt abkämpfen muss, dann ist es das falsche Produkt. Das ist einfach so. Dann muss es nicht mal teures sein oder ob das billige sind, völlig wurscht. Wenn ihr damit klarkommt und es für euch einfach ist und das Ergebnis ist dementsprechend gut, seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir haben es jetzt soweit erstmal die Grundreinigung gemacht mit dem Dampfgerät. Klar, ein Bauarbeiter wird es schon so reichen, aber wir sind ja keine Bauarbeiter. Was ich euch jetzt noch zeige, so ein Melaninschwamm, die kriegt man im 1-Euro-Shop, einen 10er-Pack für ja, 1 Euro. Also da kann man sich ruhig mal 2-3 holen. Kann man auch benutzen für Leder, allerdings wäre ich da absolut vorsichtig und da würde ich mich vorher vielleicht erstmal noch mal in der Gruppe informieren, ne? Wenn ihr einen Fleck habt, stellt das rein, holt euch Tipps und dann kann man euch auch sagen, mit was man vielleicht erstmal probieren sollte. Im Grunde genommen benutzt man die nur mit reinem Wasser. Hier in dem Fall wieder bei der Hartplastiktür Orangeölreiniger, wieder selbes Mischungsverhältnis. Wir bringen ein bisschen was auf und dann zeige ich euch mal die Seite vom Schwamm, die ist ja noch komplett sauber. Und guck mal, wie es danach aussieht. Also ich sprühe wieder ein bisschen auf. So, und dann dabei nicht übertreiben mit der Geschwindigkeit. Ihr seht, der Reiniger wird wieder aktiviert. Es schäumt. Der Schwamm, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber allein die Brühe, die jetzt schon am Schwamm ist, die ist schon wirklich nicht mehr weiß. Ich mache jetzt vielleicht mal so einen kleinen 50-50 Vergleich, dass ich hier oben mal zeige mit dem Schwamm, was holt der noch raus? Schmutz von Jahren. So, jetzt sind wir mal drüber und dann gucken wir es uns gleich nochmal in der Nähe an. So, jetzt schauen wir uns das mal aus der Nähe an, nach dem Schwamm. Also man sieht ganz klar, vor allem hier oben ist noch so ein Strich, was da nochmal
für Dreck nochmal rausgelöst hat, obwohl wir das schon mit dem Dampfreiniger behandelt haben. Also diese besagten Zauberschwämme sind tatsächlich Zauberschwämme. Und auch wieder mit ganz einfachen Mitteln